Ah, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. American Truck Simulator hier im Multiplayer mal wieder mit dem Ruiz. Hallöchen, und heute hast du es das erste Mal geschafft, richtig sofort zu sagen. Super. Maurice, soll ich dir sagen, warum ich es richtig geschafft habe? Bei mir läuft hier oben der Name durch. Achso. Und da habe ich jetzt ATSMP hintergeschrieben. Ah, okay. Macht Sinn. Das heißt, theoretisch warte ich jetzt immer, bis das kommt, und dann kann ich es theoretisch. Genau. So, ich bin gleich in 60 Kilometer in meinem Frachtort. Ich habe noch 100 Kilometer. Also sind wir aber weit auseinander, also boah. Also ich hatte insgesamt vom von der Werkstatt aus 200 Kilometer. Ah, ich fast. So in etwa. So, ja, was gibt's denn Neues? In der Woche hat sich ja viel getan. Hat sich? Ja. Mit wem haben wir ja gerade wohl gesprochen? Harry und sein Freund. Was hat sich jetzt daran geändert? Der andere Vogel, der auf dem TS ist, du Lachsnacken. Ja, den meinte ich doch. Ja, ich sag ja. Oh, was hat sich daran geändert? Ja, der ist neu auf dem TS, du Vogel! Ja, aber das hat sich geändert. Dann ist da mal halt einer mehr auf TS. Ja, ist ja auch jetzt auch kein Weltuntergang, oder? Nee, ich sag doch nur, das ist das Neue, was so daran ist, was vielleicht auch für spätere Projekte vielleicht interessant wird. Ja, für unser Feuerwehrprojekt haben wir ja schon ein paar Sachen geklärt. Sollen wir das lieber jetzt sagen, oder willst du das lieber in der nächsten Folge sagen? Die Folge ist ja noch relativ frisch mit gerade 2 Minuten. Also ich weiß ja nicht, also. Ach, Maurice, ich bin jetzt an meiner Fracht. Ja, ich sehe es. Ich fahre zum gleichen Ort. Jedenfalls sehe ich dann einen grünen Punkt und da wird Maurice angezeigt. Gibt's doch gar nicht. Doch, wahrscheinlich bist du andersrum gefahren. Aber wie bist du dann gefahren? So wie. Ich bin jetzt. Also du bist unten rum gefahren, okay, ich bin mal die Autobahn gefahren. Ich auch. Erstmal da reinkommen. Ach, Dachmark. Lang nicht gesehen. Ja, für mich geht's nach Elko und für den Maurice geht's in Richtung Winnemucca. Winnemucca, genau. Kurz gucken, irgendwo sollte hier mein Elk, meine Fracht stehen. Steht halt hier. Ach, da steht er ja. Gar ja, das ist hier kleine Aufladeort hier. Ich finde den auch nicht schlecht. Soll ich es jetzt erzählen, ja, ne? Ja, die Folge ist ja mit gerade 3 Minuten noch relativ frisch, also. Ja, und zwar hatte ich ja schon mal angekündigt, das NLS-Projekt. Wir hatten jetzt Harry noch involviert, der weiß soweit Bescheid. Und das nächste, was so kommt. Gib Gas für Rollen. Also wir haben das schon mal geklärt, wie wir das vorhaben wollen, wie wir es machen wollen und so weiter. Das ist soweit geklärt, dass wo die Mods nachher drauf kommen, ist auch geklärt. Mark muss jetzt die Liste noch vervollständigen. Da setze ich mich noch wahrscheinlich 2 Mods. Heute Abend oder morgen Abend dran. Das weiß ich noch nicht, ob ich nach der Aufnahmesession noch Lust oder Bock habe zu irgendwas. Ich werde wahrscheinlich dann Omsi aufnehmen fürs nächste Wochenende. Da gibt es nämlich auch noch was. Das heißt, die Folge, die jetzt kommt am Montag und am Wochenende kommt dann Omsi in der Höns. Für die also aktuell sind wir beim Freitag, beim letzten Tag, weil heute ist gerade Freitagabend. Eigentlich haben wir gesagt Samstagabend, aber ja, heute ist mal Freitagabend. Und nächste Woche müssen wir leider für 2 Wochen im Voraus aufnehmen. Aber dazu kommt dann bei der ersten, weil das heißt... Da kommt dann dementsprechendes Videomaterial. Weil bei mir geht es zeitlich an einem Wochenende. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann auch nicht. Also ich könnte jetzt einen Umsehen aufnehmen, aber das ist dann auch... Ja, für das Wochenende lasse ich mir vielleicht mal ein, vielleicht kommt noch ein bisschen slither.io oder... Slicer.io. Slicer.io oder agar.io. Ja, genau. Ja. Also, kurz Slicer.io und agar.io für die, die es nicht checken. Alle nicht wissen, was... Das sind Punkte und die musst du auffressen. Dann bist du größer und dann frisst du andere und so weiter. Ich glaube, das Spiel brauche ich eigentlich keinen mehr erklären, weil das... Vorausgesetzt, ihr habt die Folgen am Wochenende geguckt, weil da wurde es erklärt. Oder jedenfalls, da habe ich es gespielt, ausgiebig. Ja, ich nicht. Ich kümmere mich, wie gesagt, wieder mal um sie. Das hatte ich ja mal angekündigt. Danach hatte ich das Projekt ja ruhen lassen erstmal, weil ich nichts Neues hatte. Und da kommen jetzt die ersten Quasseltaten heute Abend. Das war uns Frauenabend, so nennt sich das schön. Ja.
Da sind jetzt, nee, nicht Warnblinker. Sind jetzt welche gekommen? Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Warnblinker draufgelegt habe. Ah, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn irgendwo draufgelegt. Das funktioniert. Also auf jeden Fall. Lichthupe habe ich auch gefunden. Soll ich gerade sagen? Auf jeden Fall. Jetzt habe ich einfach gesagt, Umsee habe ich gesagt, damals nichts gehabt. Geringer Treibstofflüchter. Wir müssen mal tanken. Ja, ich muss auch in der nächsten Zeit. Mein Ding blinkt. Ja, auf jeden Fall gibt es da mal wieder eine neue Maps mit ein paar neuen Bussen. Letzte, was ich glaube ich hatte, war die Mod-Vorstellungen der ersten einzelnen Busse. Jetzt kommen die erste Map dazu mit einem Fahrzeug, was wir schon mal präsentiert hatten, oder eher gesagt, ich präsentiert habe. Das kommt dann dazu. Für mich muss ja auf die Waage. Ja, dann fahre ich weiter zur Tankstelle, die ist ein paar Kilometer weiter höchstens. Ja, fahr du schon mal dahin. Halt, stopp, ich muss auch gehen. Ach, ist das so ein Scheiß. Ich finde es zwar nicht schlecht, aber lästig ist es doch. Ja. Es gibt doch mal Gummi. LKW Gesamtgewicht 25 Tonnen. Ja, das hört sich doch gut an. Wird das angezeigt? Ja. Dann ist das neue Patch. 23 ja. Tonnen. Wir haben jetzt den neuesten Patch 1.2.1.1 haben wir jetzt gerade. Sonst hätten wir keinen Multiplayer zocken können. Den mussten haben wir jetzt gerade noch frisch draufgezogen, weil sonst hätten wir jetzt die erste Folge schon durchgehabt. Ja, das heißt, noch ein paar neue Features. Ich bin mal gespannt, wann die DLCs alle kommen. Dazu gibt es aktuell auch noch nichts Neues, oder? Ja, leider. So, tanken erstmal hier. Ja. Auf welchem Kanal bist du gerade mit Funk? 19, aber ich schalte gleich auf 9 und wenn ich hier gleich stehe. Ich dachte, da wär's jetzt gerade auf, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Hab ich. Warte mal, mach ich jetzt mal eben. Flup, 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 um. So, und Kanal 9. Oh, ist auch 3 CMS, das ist super. Wer ist nur hin, hallo? Aha. Ja, ich stehe als erstes, also. Jetzt kommt er da nicht dran. Danke ich auch, doch natürlich. Also danke ich auch als erstes. Naja. Ach ja. Das Ding volllaufen lassen hier für ganz wenig Geld, das ist geil. 55 Cent der Dieselliter, echt, das ist herrlich. Die sitzen ja an der Quelle, das heißt, die bezahlen ja nicht so viel wie wir. Aktuell lacht der Dieselpreis heute bei einem Euro. Hi, ich bin gerade, kann gerade nicht. Was? 8 Minuten haben wir rum, das heißt, so 7 Minuten noch, dann würde ich dich gerne entlassen können. So, ich warte mal hier vorne. So, jetzt haben wir mal das wieder voll. Ah, hier, jetzt geht auch die Waage hier endlich an der Tanke. Wie die Waage an der Tanke? Ja, das ging doch vorher nicht, aber jetzt ist ja auch so ein Waageschild. Oh ja. Oh, da will ich aber nicht hochfahren. Also, ich bin da schon mal drüber gebrettert vor Just for Fun. Ich fand's lustig. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das lustig ist, aber trotzdem. Also, ich fand das lustig. Ja, du. Lustig aus, wenn ich so von vorne auf unsere Trucks gucke. Ich fahr mal ein bisschen seitlich, das hat gerade schon ein bisschen gezuckt. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen. Das war mir schon wieder fast zu viel. Ich will nicht überholen, ich will nur halt die Zuckung vermeiden, das will ich auf einmal sagen. Ja, nee, ist ja okay, ich sag ja nichts. Wir kriegen aber gerade Besuch von hinten, das gefällt mir gerade gar nicht. Ja. So 13.000 Kilometer bin ich mit dem Schlitten hier schon gewagt. Auf wie kommen wir? Ach, genau, ihr. So. Ich frage mich gerade, warum ich das im Display nicht lesen kann. Habe ich meine Grafikeinstellung runtergeschraubt? Also ich kann alles gut erkennen. Ja, ich theoretisch auch. Das geht ja auf höchster Grafikeinstellung. Geht das ja aber irgendwie? Keine Ahnung. Gerade geht das nicht. Total komisch. Ja, es gibt Essen. Ja, 5 Minuten noch. Nein.
müssen jetzt die Folge beenden. Dafür gibt es da von mir nochmal ein extra Video am Montag. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war auch die erste Folge, leider etwas kurz. Und bis dann. Ciao. Jo, ciao.